Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 114 von Avorion. Ja, der Thomas Stehler, der hat mir einen Kommentar geschrieben, der es in sich hat. Da sind ganz viele Informationen drin und ja, ich muss schauen, was ich da alles machen muss. Also hier ist definitiv schon mal das klar, dass wir das machen. Das ist hier mitnehmen und da nochmal nehmen. Und er hat gesagt, bei den Missionen kann ich irgendwie ein Seitenmenü aufmachen. Feind meines Feindes. Mission anzeigen, ausblenden. Hier sieht man das. Das ist schon mal gut. Und da auf Karte zeigen, 269 minus 91. Das ist da, da bin ich ja jetzt, oder? Und jetzt ist die Frage, wo muss ich hin, ne? Aber das würde ich sagen, gucken wir uns gleich nach dem Intro an, ne? Bis gleich. Ja, schauen wir mal. Person hat sich als Boot dann eben Schiffingenieur puppt. Okay, das ist klar. Der Ingenieur hängt noch ein bisschen um. Gut, Operation Exodus. Du hast einen Sender gefunden. Der Schmugglerboss, ist das Botan? Ach ja, hier ist es. Okay, das bedeutet, man sagt, ein mächtiger Schmugglerboss hätte ein Xotan-Alpha-Gate zu seinem Schmugglerversteck und findet heraus, wo man deinen Schmuggler wissen kann. Erledigt. Rede mit Botan. Erledigt. Lies mysteriöse Mails, die du gerade bekommen hast. Erledigt. Arbeite mit Botans Feind zusammen, räche dich an Botan und sammle seine Artefakte. Warte mal, das würde jetzt bedeuten, ich will das sehen, aber da sehe ich jetzt leider nicht, wo ich hin muss, ne? Hier ist schon wieder was, oder was? Okay. Ja, Thomas hat noch ganz viel mehr geschrieben, das hatte ich gar nicht erwähnt. Ja, da es ist leichter geworden auf jeden Fall. Das Handeln und das Abbauen ist natürlich, wie man schon selber hier merkt, ne, wenn du hier oben guckst, hier mit Spielermenü und dann hier rein und dann kannst du das einfach nehmen und weg. Das ist natürlich eine leichte Geschichte. Das Handelsmenü hat er mir noch geschrieben. Wenn ich es fest einbaue, dann kann ich hier mehr sehen. Zeigt lokale Angebote und Nachfragen. Das sieht man ja hier. Ich glaube, das meinte er auch, wenn es fest eingebaut ist. Ich habe es ja fest eingebaut, ne? Meine ich auf jeden Fall. Wir können ja gerade mal gucken. Warte, I ist das? Nee, da muss ich hier erst raus. I ist hier Subsysteme und hier ist das fest eingebaute Handelssubsystem. Zeigt Handelsrouten in den letzten 12 Sektoren, zeigt Preise aller Stationen im Sektor. Genau, das ist es. Ja, dann hat er auch geschrieben mit Waffen und so weiter. Ich könnte ja mal automatische Waffen testen und sowas. War das hier bei I? Ja, Dreifachkanonengeschützturm. Ich habe jetzt, glaube ich, keine automatischen Waffen hier drin, aber wir können ja auch hier noch mehr weitere reinbauen. Wir haben ja genug Slots frei, ne? Das würde bedeuten, wir müssen ins Baumenü. Hier hin. Und dann haben wir ja noch, ne? Und da ist ja schon eine Wumme hier, ne? Tesla Geschützturm. Ist mickrig, ne? War aber jetzt normaler, ne? Kein, ja. Doppelgravitationsgeschützturm. Bomben, andere Seite. Geht auch rein. Na, Bergbau R wollen wir nicht. Doppel-Tesla-Geschützturm. Das ist ein Abbauer. Kanonengeschützturm. Selten. Was sagt er? Nicht genug Slots für bewaffnete Geschütztürme installiert. Geschützturmkontrollsystem und die Anzahl angefügter Slots zu erhöhen. Okay, da haben wir das erste. Und der wird dann auch nicht mehr gehen, ne? Genau. Jetzt bin ich aber gerade am Überlegen. Zieh die mal nochmal raus. Nach was ist es sortiert? Nach Seltenheit. Ach so, jetzt ist es erst nach Seltenheit sortiert. Vorher war es irgendwie zufällig. Weißt du was? Bau den mal aus. Bau den mal aus. Ich glaube, jetzt sind sie alle weg, ne? So, was haben wir? Plasma-Geschützturm. Schaden 31,8. DPS, Schadenstyp Energie. Was hatten wir hier? Plasma und Schilde.
Was willst du einbauen? Das ist immer die Frage, ne? Energie. Elektrostein. Kein Schaden gegen Stein, okay. Feuerreiter, Reichweite. Reichweite. Ja, Reichweite ist auch so ein Ding, ne? Ist schon wichtig, eine hohe Reichweite zu haben, ne? Das hier ist eine Abwehrgeschichte eher. Plus 37 Schaden, Batterieaufladung, okay. Schaden ist hier gering, hat aber eine hohe Feuerrate. Splitterrommel, Torpedos, ja, okay, das bringt es jetzt uns auch nicht. DPS 126, Reichweite 2,93. Also so ein bisschen Reichweite brauchen wir da schon, ne? Doppellaser-Geschützturm. Der wäre schon mal interessant. Reichweite 113, so nah will ich, das ist auch ein Bergbauer. Hier haben wir dann noch ein DPS von 276. Plasma, bewaffnet, Kanoniere 2, 33 Schaden, Batterieaufladung, Schaden an Schilden. Der wäre dann der zweite. Kriegt man noch einen dritten rein, weiß ich nicht. Die Reichweite wäre gut, Feuerrate ist gut, Schaden ist auch gut. Der ist definitiv eigentlich schon mal dabei. Und wie viel hatten die anderen beiden? Der war's und der war's, ne, oder? Nee. Der war's, Reichweite. Den mache ich mal dahin. Und der dritte, der ging jetzt nicht mehr rein, oder doch? Doch, der ging auch noch rein. Der Schaden ist natürlich nicht so, die Reichweite ist nicht ganz so hoch. Der hat natürlich eine Top-Reichweite, ist klar. Ich glaube, das waren schon alle, ne? Die nächste Waffe geht nicht mehr rein, oder? Ingenieure 2. Ich glaube, der geht nicht mehr. Doch, der würde noch gehen. Dann heißt es, einer geht noch. Ghostly Buster. Slot-Type Waffen, 37 Schaden, Batterie. Ja. Was hat er jetzt hier? Elektroschadenstyp. Dann würden die Batterien von dem anderen nicht aufgeladen werden, wenn ich das richtig verstehe, ne? Das hat der auch, aber nicht so gut. Die Reichweite ist natürlich hier schon. Ja, Reichweiten sind hier zu niedrig. Das ist alles nix von der Reichweite her. Hier ist ein bisschen bessere physischer Schaden. Ein Schiff oder okay. Feuerrate 6,1, Reichweite 4,2,6. Ja. Hier, das ist natürlich ein Schaden. Kanonengeschützturm 497. Reichweite ist top. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Die Waffe muss da rein. Nicht genug Slots. Das ist hier. Gucken wir gerade noch weiter. Effizienz 90%. Reichweite ist zu gering. Die haben alle geringe Reichweite, wo ich jetzt sage, nee. Hier ist die nächste Geschichte. Was hat man jetzt hier? Plasma-Geschützturm. Ja, Reichweite. Die anderen sind besser, oder? Wer war das jetzt? Da sind zu viele Slots. Wo ist jetzt der Plasma-Geschützturm? Kommen den Baum wieder rein und wir müssen uns darum kümmern, dass wir mehr Slots bedienen dürfen. Dafür müssen wir die Dinge jetzt einbauen, die Top-Dinger. Hier. Legendär. Kann nur einmal installiert werden. So. Bei Festinstallation
fest installieren. So, da haben wir jetzt genug Slots. So, und hier haben wir den zweiten. Hyperraum Überlader, das war der für Botan, ne? Ja, genau, der ist drin. Jetzt müssen wir noch einen gucken, den wir hier rauskriegen. Aber dafür müssten wir mal irgendwo hin, wo wir sie rausbauen können. Weil der wäre ja dann noch, obwohl. Ja, doch. Nochmal gerade hier hin. Wo war er jetzt hier? Der geht jetzt auch, ne? Nee. Wieso habe ich jetzt nicht genug Slots? Ich habe doch gerade was eingebaut, oder? Der hat doch unbewaffnete Geschütze. Ach, unbewaffnete Geschütze. Und er hier hat bewaffnete. Ich habe genau den falschen eingestürzt. Ah, das hat ja wieder gut geklappt, ne? Gut, okay. Das heißt, wir müssen erstmal einen Dock finden, wo wir die Klamotten ausbauen können, ne? Hier im Sektor war, glaube ich, nichts. Ich will immer gerne jetzt F9 drücken, aber das brauchen wir nicht. Hier ist der Freund. Das heißt, wir gehen auf die Karte und schauen mal. Unbekannte versteckte Massesignatur. Ja, komm, wir gehen mal hier ein Stück weiter suchen. Findet sich schon was, ne? Dann decken wir gleichzeitig was auf und wollen hoffen, dass wir da auch das Passende haben. Schiff dreht sich nur beim Fahren. Okay. Das ist ja neu, ne? So, und Überraumantrieb aufladen. Und da ist der Sprung. Da oben haben wir schon wieder ein Dingens-Symbol, das wir schon wieder einsammeln können. Das ist schon krass, was da gerade läuft, ne? Also das ist definitiv besser geworden jetzt hier mit dem Einsammeln, ne? Sonst war da nichts, ne? Ja. So, wir haben hier ganz viele Sachen. Jetzt müssen wir mal gerade wieder die End-Taste drücken. War das beim Ressourcendepot, dass man dort die Sachen auch ausbauen kann? Oder war das nicht beim Ressourcendepot? Weiß ich jetzt gar nicht. War das nur beim Ausrüstungsdock? Könnte auch sein. Interagieren. So, nochmal zurück. Aber wir sind schon gedockt. So, und dann. Nee, Baumenü war falsch. I wäre richtig. Entfernen. Wenn ich jetzt hier das entferne, ne? Bin ich jetzt gerade im Überlegen, sehe ich das? Er sagt mir jetzt nichts, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich es dann kaputt mache. Doch vielleicht besser beim Ausrüstungsdock? Ich glaube doch besser beim Ausrüstungsdock. Das ist mir jetzt hier gerade zu risky. Hier kommt der grüne Blips, dann können wir da einspringen. So, Sprungroute ist berechnet. Dann fliegen wir da jetzt hin und der Kühlraumantrieb muss sich noch eine Minute abkühlen. Super, oder? Okay, dann dauert das noch. Wo wäre denn das Tor dafür? Süd-Südwest? Nee, das wäre es nicht. Ostgate. Ich glaube, das ist es dann. Dann können wir auch gerade zu Fuß dahin fliegen. So weit ist das nicht weg. Dann ist der Sprung gleich durch. Dann brauchen wir den nicht mehr. Dauert noch 20 Sekunden. In 20 Sekunden bin ich hier am Tor. Glaube ich jedenfalls. Wenn ich nicht dagegen fliege. Genauso war es. Hat gut geklappt, oder? Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob da ein Ausrüstungsdock ist, ne? Müssen wir mal gucken.
Ressourcendepot. Raumjägerfabrik. War es hier nicht? Gut. Schäferei, interessant. Raumjäger, Stahlfabrik, Metallplatten, Kabelhersteller. Ach, guck mal an, hier gibt es jetzt auch noch mehrere Reiter. Kabelhersteller. Da sehe ich tatsächlich, was hier gibt oder nicht gibt. Dein Schiff, meine 1, wird angegriffen. Na super. Dann mal. Können sie wegspringen? Kriegen wir den weg? Ja. Springen wir schnell weg. Okay, springen wir noch weiter. Ja, jetzt müssten wir gucken. Traveler, ja. Ist gerade keiner in der Nähe, wirklich, ne? Shift verketten, ne? Ja. Ich glaube, wir fliegen mal einfach hier in diesen Bereich. Ja, fliegen wir dahin und dann wollen wir hoffen, dass da nichts mehr passiert erstmal. Und dann müssen wir dem Miner noch sagen, was er demnächst machen soll, ne? Wird wieder angegriffen, alles klar. 5 Schiffe von den Piraten. Wo wäre denn jetzt hier ein Schiff? Discover ist da. Aber der braucht viel zu lange, bis der wieder da ist, ne? Okay. Da fliegt er hin. Dann fliegen wir auch dahin. Und hoffen dann, dass dieses Schiff dann sich mitwehren kann. Okay, wir sind aber erstmal soweit in der Folge voran. Ich weiß nicht, ob der da überhaupt eine Chance hat. Das hat gut geklappt, ne? Super. Und jetzt wird auch noch meine Station angegriffen. Ah, du glaubst es doch nicht, oder? Okay. Ich sehe schon, wir müssen in der nächsten Folge uns um die beiden Dinge kümmern, um das Schiff hier und auch um die Station. Die Station sollte es aber allerdings, glaube ich, abkönnen. Aber da müssen wir gucken, dass wir da dann den Einsatz dahin verlagern und erstmal eine Verteidigung da haben. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.